Let's start again. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, es gibt eine neue Information zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Vorweg muss ich aber noch sagen, es ist ein Spoiler, und zwar ein dicker, fetter Spoiler. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr jetzt aufpassen oder einfach das Video abschalten oder wie auch immer. Wie gesagt, Spoilerwarnung ist raus, wer jetzt weiterguckt, ist selber schuld. Los geht's, es wurde Kaguya angekündigt. Ich habe es gesagt, sie wird angekündigt. Nachdem Jubito angekündigt wurde, habe ich gesagt, Kaguya und Madara im Rikudo-Modus werden noch kommen. Und da sind sie. Und Kaguya wurde jetzt auch angekündigt. Und meine Fresse ist das geil. Meine verdammte Fresse ist das mega geil. Ich freue mich tierisch drauf. Und ich meine, wie geil ist das? Ohne Spaß. Man sieht auch schon das erste Bild von ihr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich erkenne es nicht wirklich, was sie da einsetzt. Ich habe mir mal ihre Attacken angeguckt im Internet. Da gibt es ja so ein paar Wiki-Seiten. Aber da gab es jetzt nichts, was so wirklich irgendwie darauf hinweisen könnte, was das für eine Attacke ist. Auf dem Bild sieht es so ein bisschen aus, als ob die irgendwie so eine Art Wasser-Jutsu einsetzt. Aber ich habe nichts von irgendeinem Wasser-Jutsu gelesen, was sie da drauf hat oder so. Was ich gelesen habe, ist, dass sie ihre Haare verlängern kann und eben wie Nadeln abschießen kann, also wie Jiraiya. Aber das sieht so auf dem Bild nicht aus, deswegen würde ich das auch ausschließen. Ich weiß nicht, was das da ist, aber das sieht auf jeden Fall aus wie Wasser. Und ja, also sie wird ein spielbarer Charakter, also ich glaube, ich spinne. Also ganz spielbar wurde jetzt noch nicht bestätigt, aber ich würde jetzt einfach mal schon mal sagen, sie wird spielbar. Ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube es dennoch, dass sie spielbar wird. Ansonsten wird da auf jeden Fall nochmal ein Video kommen, sollte sich da irgendwas ändern. Und ja, ich bin wirklich mega gehypt. Ich bin echt froh. Aber ich frage mich jetzt, das Spiel braucht noch so ein bisschen seine Zeit. Ich meine, jetzt haben sie so den heiß erwartetsten Charakter angekündigt. Was wollen die denn noch ankündigen an Charakteren? Ich meine, irgendwas muss ja jetzt noch kommen über die Zeit bis zu dem Release. Ich meine, man hat immer irgendwie, kurz vorm Release gab es immer irgendwelche neuen Ankündigungen. Und das Spiel erscheint erst im Herbst. Also das hat noch so seine Zeit, bis das Spiel kommt. Und deswegen bin ich so ein bisschen überrascht, dass das jetzt schon kommt. Aber okay, bin schon echt überrascht. Und ja, machen wir mal weiter. Es gibt noch ein paar andere Ankündigungen. Und zwar wurde das neue Cover des Spiels angekündigt. Und meine Fresse, sieht das geil aus. Meine verdammte Fresse, sieht das geil aus. Ich fand ja das von Storm Revolution schon cool. Aber das hier toppt wirklich alles. Wie geil sieht das denn aus, wie Naruto und Sasuke da zusammen ihr Jutsu einsetzen. Und im Hintergrund sind Obito und Madara. Das sieht einfach nur mega aus. Es kann auch sein, dass das Cover sogar nochmal verändert wird. Weil das war damals bei Storm Revolution genauso. Da hat man auch oben am Rand Obito und Madara gesehen. Obito hatte da aber noch seine weiße Maske. Und nachdem er dann im Anime ohne Maske aufgetaucht ist, hat man ihn dann ohne Maske auf dem Cover gesehen. Deswegen, das kann sich noch vielleicht ändern. Vielleicht kommt noch in die Mitte zwischen Obito und Madara. Vielleicht kommt da noch Kaguya. Würde ich sogar cool finden, wenn die da irgendwie so als Big Boss sogar noch in der Mitte irgendwie rumgammelt. Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal ehrlich bin. Wie findet ihr das Cover? Ich find's mega genial. Also, ich meine, wow. Einfach nur wow. Ich bin wirklich gehypt auf jeden Fall auf das Ganze. Dann gibt es noch eine Ankündigung, und zwar wurden sozusagen drei Charaktere angekündigt, und zwar Boruto Uzumaki, Sarada Hoshiya und Kakashi als der sechste Hokage. Und bei Boruto und Sarada ist es jetzt für mich keine wirkliche Überraschung oder so. Ich habe es mir nämlich schon gedacht, dass die kommen werden. Das ist nichts Überraschendes oder so. Aber bei Kakashi bin ich so ein bisschen überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der irgendwie ein neues Moveset oder so bekommt. Würde ich sogar ganz cool finden, wenn er vielleicht irgendwie was anderes bekommt. Weil es sind ja wirklich Jahre vergangen nach diesem Krieg. Und der wird ja ein paar neue Techniken drauf haben. Der wird ja nicht einfach nur tatenlos rumsitzen und nichts tun. Ich meine, er ist Hokage. Auf jeden Fall wurde das jetzt auch hier bestätigt. Kostümmäßig. Ah, nee, achso, da steht es ja sogar, Kostüm. Oh, das sehe ich erst jetzt. Kakashi als sechstes Hokage-Kostüm. Ja, okay, dann wird er kein Moveset bekommen. Außer sie machen es, ich weiß nicht. Aber ich glaube eher nicht, bei Kostüm ist es eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall wurde das jetzt auch bestätigt mit Sakura und Hinata.
dass das nur Kostüme sind für The Last. Also sie werden kein komplettes neues Moveset bekommen. Das gilt jetzt aber nur bei Sakura und Hinata. Bei Naruto und Sasuke ist es noch nicht so ganz sicher, ob die jetzt neues Moveset bekommen oder nicht. Aber da sollte es schon eher der Fall sein, weil das jetzt nicht wirklich Kostüme sind, sondern wirkliche Charaktere. Sakura und Hinata werden nur Kostüme. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt über das Ganze, Freunde. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch als nächstes angekündigt wird. Weil jetzt wurde Boruto, Sarada und Kaguya angekündigt. Und was soll jetzt noch weiter angekündigt werden? Ich kann mir echt nichts drunter vorstellen, was jetzt noch kommen kann, was das Ganze jetzt noch toppen soll. Genno und Kim, 7 Schwert-Ninjas, das sind so Charaktere, die müssten meiner Meinung nach sowieso drin sein, aber die wurden bis jetzt immer noch nicht angekündigt. Das wäre jetzt für mich auch nicht mehr so eine mega Überraschung, wenn die jetzt nach Kaguya irgendwie so angekündigt wird. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was jetzt noch kommen soll. Was glaubt ihr? Kommt noch überhaupt was? Es kann ja auch sein, dass überhaupt nichts kommt. Wenn ihr glaubt, dass was noch kommt, was ist es? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr es markieren mit so einem kleinen Spoiler, wenn es irgendwie spoilert. Und dann können wir da gerne auf jeden Fall rumdiskutieren. Eure Meinung zu Kaguya, Boruto und Sarada. Das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.